Ja, ich darf Sie begrüßen zum vorletzten Panel. Nachher gibt es noch eine schöne Auswertung des Tages und vielleicht ein bisschen was Besonderes, weil dieses Themenfeld Gegnerbeobachtung sonst nicht Gegenstand von Kongressen, Konferenzen und Debatten ist, weil es ist im Grunde ein Nicht-Thema. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Dr. Frank Wilhelmi zu uns gekommen ist und bereit ist, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, uns zu erklären, was ist eigentlich Gegnerbeobachtung im Wahlkampf, was leistet man da. Und kurz zum Introitus, Herr Wilhelmi, wie ist eigentlich, gibt es eigentlich diese Funktion des Gegnerbeobachters auch in den Blättern der Berufskunde der Bundesagentur für Arbeit? Bisher nicht. Ich arbeite daran, dass wir einen Bundesverband der Gegnerbeobachter e.V. gründen und dann wird es den wahrscheinlich geben. Aber in Wahrheit ist es so, der Beruf des Gegnerbeobachters, zu Deutsch Konkurrenzbeobachters, ist ein sehr kleiner, feiner Geheimjob. Im Übrigen auch ein aussterbender Beruf. Ich werde dazu später noch ein paar Anmerkungen machen. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 4 Jahren noch massiv mit Konkurrenzbeobachtern zu tun haben werden, weil es gibt den Bildleser-Reporter und demnächst wird es auch den Smartphone-Gegnerbeobachter geben in ehrenamtlicher Funktion. Und dann braucht man diese teure Stelle nicht. Wie wird man Gegnerbeobachter? Was braucht man für ein Sozialprofil? Man muss wahrscheinlich unkorrumpierbar sein, starke Nerven haben und vor allen Dingen Erfahrung mit Parteipolitik mitbringen. Gut ist auch ein Studium der Politikwissenschaften oder der Sozialwissenschaften insgesamt. Und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung im journalistischen oder PR-Gewerbe. Das sind gute Voraussetzungen. All das haben Sie gemacht. Sie waren auch Landesgeschäftsführer der SPD in Niedersachsen. Ich glaube, unter Gabriel gedient, auch unter Schröder. Ein bisschen. Also man braucht so ein Stahlbad. Und hier haben Sie bei der Tagung auch, Ihre Freunde von den anderen Parteien getroffen. Die arbeiten ja untereinander zusammen, ne? Also zum Teil kennt man sich. Vermisst habe ich schon die Kolleginnen und Kollegen von der Union. Die machen sich heute wahrscheinlich einen schönen Tag und beobachten das, was ich jetzt hier erzähle. Insofern bin ich ganz froh. Ich binde deren Arbeitskraft und das ist auch schon mal ein Erfolg. Die Gegnerbeobachtung der Gegnerbeobachtung ist auch ein Thema. Ja. Was war Ihr größter Erfolg bisher? Der größte Erfolg war ganz banal. Wir haben eine Liste gemacht der Gipfel der Bundesregierung. Und da haben wir einfach nur gezählt. Ich habe meinen Praktikanten gebeten, zähl doch mal aus. Und da kamen wir auf 45 Gipfel. Und das ist richtig gut gelaufen. Und jetzt sind wir bei 47, 48 Gipfel. Und ich glaube, Merkel kriegt die 50 Gipfel noch voll in ihrer Amtszeit. Und das ist ein schöner Beleg dafür, dass da sehr viel Wind gemacht wird, aber wenig dabei rüberkommt. Und das war ganz einfach. Also es war einfach eine Googelei und da kann jeder einfach drauf kommen. Aber wir haben es gemacht und es ist ganz schön gewesen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen im Köcher, da kommt noch was. Und Ihr größter Flop? Der größte Flop, dass ich enttarnt worden bin. Und zwar von einem rechten Blog. Ich hatte einen Vermerk geschrieben zur AfD. Ich hatte deren Bundesparteitag besucht und also ein dickes Papier geschrieben. Und das wurde kurze Zeit geparkt auf dem SPD-Server und ein rechtes Blog aus Koblenz. Die scannen offensichtlich jeden Tag die Webseiten der Parteien und die haben das sofort gefunden. Und rein damit ins Internet und damit war ich also sagen wir mal, sofort weltberühmt, allerdings nur für eine kleine Schicht von Leuten. Und naja gut, das Papier war nicht so schlecht, glaube ich. Und ich habe mich auch mit Herrn Lucke dann unterhalten können aufgrund dieser Analyse. Und insofern ist es glimpflich abgegangen. Aber das war schon blöd. Ja, also das ist schon nicht gut. Wenn man damit es stand ja dann auch in der Welt und bei anderen Zeitungen. Und dann war dann auch die Vorgesetzten, sagten die Manometer, der ist noch nicht mal in der Lage, die Dinge sauber zu halten. Oder dass man ihnen unterstellt hat, dass die es lanciert haben? Na gut, das glaube ich, das wird mir mein Leben lang irgendwann nochmal eingeschränkt werden. Aber da ich nicht der Schuldige war, kann ich damit leben. Also das war einfach ein Ding. Das wird auch nicht mehr passieren. Also man lernt da auch sowas raus. Im Übrigen, Sie glauben nicht, also wie oft Attacken auf das Internet tatsächlich passieren. Also wir werden fast jeden Tag angegriffen. Wie ist es mit den Funktionären? Wenn Sie jetzt, das AfD-Papier war ja ganz ordentlich, also zumindest mittelprächtig, wer liest das wirklich? Der Abteilungsleiter und die ersten 3-4 Seiten, also wir sind immer gehalten, die wichtigsten Sachen nach vorne zu schieben, werden sicherlich auch vom engeren Führungskreis wahrgenommen. Das habe ich, also Management Survey heißt das Neudeutsch, das heißt, Sie lesen 3 Seiten am besten mit Bullet Points, aber Sie haben noch nicht mal die Zeit, das Ganze zu lesen. Meistens nicht, ja. Das muss doch frustrierend sein.
Aber hier können Sie jetzt getrost sagen, wir hören Ihnen komplett zu. 20 Minuten Pulverdampf. Okay. Es ist jetzt Ihr Platz am Mikrofon. Gut, vielen Dank. Also was der Gegnerbeobachter macht, ich weiß nicht, schalten Sie nochmal rüber zum Bildschirm, jawohl. Was der Gegnerbeobachter macht, ist schon ein bisschen klar geworden. Ich will vielleicht nur 2 Minuten noch ein bisschen ausführen, was dieser Job tatsächlich ist. Also wenn man das idealtypisch machen würde, würde man sagen, montags liest der Gegnerbeobachter Zeitung bzw. Pressespiegel. Dienstags surft er im Internet und in den sozialen Netzwerken. Mittwochs schreibt er Vermerke, die nicht gelesen werden. Bei uns heißt das, wir vermerkeln. Donnerstags verbringt er in Strategierunden. Freitags wird telefoniert mit Informanten, mit der Basis oder mit der Partei, manchmal auch mit Journalisten. Und am Wochenende muss er sich auf Parteitage und Veranstaltungen verdingen und bewegen. Und das ist also ungefähr das, was ein Gegnerbeobachter so macht. Wir nennen uns Konkurrenzbeobachter, ich habe es schon gesagt. Wir halten uns auch für einen ehrenwerten Beruf. Wir arbeiten nicht mehr, wie das in früheren Jahren mal vielleicht der Fall gewesen sein sollte, mit unlauteren Methoden. Und nicht, weil wir möglicherweise gute Menschen sind, sondern weil es schlichtweg viel zu gefährlich wäre, wenn man da also Material sich beschaffen lässt, ich sage jetzt mal von Privatdetektiven oder wenn man mit einem Richtmikrofon arbeiten würde, alles verbotene Sachen, das machen wir nicht, das ist strengstens untersagt, also wir zumindest nicht. Wir wären blöde, wenn wir das täten. Wir arbeiten nur mit öffentlich zugänglichen Informationen, nur mit Informationen, die gecheckt werden, faktencheckmäßig und mit Sachen, die auch politisch relevant sind. Also irgendwelche sexuellen Dinge, die hier in Berlin natürlich kursieren und bekannt sind, die mir auch zugetragen werden, interessieren uns schlichtweg nicht, weil es gehört nicht zur Politik, es gehört auch nicht zur Kultur dieses Landes, was auch gut ist, und das wird schlichtweg auch nicht verwertet. So einfach ist das. Und ansonsten sind wir eigentlich nicht diejenigen, die notwendigerweise mit Negative Campaigning zu tun haben. Also insofern, Sie haben hier zwar einen Gegnerbeobachter stehen, aber nicht notwendigerweise einen Experten für Negative Campaigning. Das liegt daran, dass wir in aller Regel relativ gut Bescheid wissen, was die Gegner so drauf haben, was die Argumente sind. Und wir raten oft ab, auf bestimmte Sachen drauf zu gehen, wie es im Jargon heißt, weil wir dann sagen können, okay, dann kommt die Retourkutsche, die sieht so und so aus und lasst es mal lieber. Und deswegen, wir kennen zwar diejenigen, die Negative Campaigning machen, wir bereiten das im Zweifelsfall auch vor, wir liefern Munition, aber wir sind nicht diejenigen, die es tun. Und ich werde gleich noch ein paar Sachen zum Thema dann selbst bringen. Also die Konferenz steht ja unter dem Gesichtspunkt Wahlkampfstrategien, Hochamt der Demokratie. Als Pfarrersenkel ist mir natürlich sofort eingefallen, dass da in der Bibel auch was zum Thema Negative Campaigning steht. Ich will das Zitat mal vorlesen. 1. Mose 13, Vers 9. Steht dir nicht alles Land offen? Unterscheide dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Merken Sie sich das Zitat mal. Ich werde nachher noch ein kleines Video zeigen, wo das in abgewandelter Form strategisch wieder vorkommt. Und ich fand das ganz gut, weil offensichtlich in der Bibel bereits Klarheit darüber herrschte, dass man am sinnvollsten polarisieren möge, um sich zu unterscheiden und dass es ein Spiel gibt zwischen rechts und links. Und wir verstehen unseren Job so, dass wir in der SPD zumindest versuchen wollen, die Polarisierung klar zu machen. Das ist aber was anderes als Negative Campaigning, und das versuche ich dann im weiteren Verlauf noch kurz darzustellen. Ich habe mit Thomas Leif besprochen, dass ich ein paar Sachen rausschmeiße aus dem Vortrag, weil es schon spät geworden ist. Muss man mal sehen, wenn Sie noch ein paar Videos sehen wollen, dann kann man das später machen. Deswegen springe ich jetzt ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen holprig, aber das Erste, mit dem ich beginnen würde, auch als Vorbereitung des Themas Negative Campaigning, ist erstmal, ich klicke hier mal durch, Negative Campaigning, da haben wir das Negative und hier haben wir den Titel, na, so ist er, dass ich Ihnen gerne einen kurzen Videoausschnitt zeigen würde. Ich hoffe, dass der Sound klar genug ist. Das ist ein Auszug aus dem berühmten amerikanischen Film War Room, der die Kampagne von Clinton aus dem Jahr 92 beschreibt. Und achten Sie mal drauf, also mir sind da
lauter Aha-Effekte gekommen, wie viele Parallelen es zur heutigen Zeit gibt. Und es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede. Also Merkel ist nicht Tsongas und Clinton ist nicht Steinbrück. Aber wenn Sie jetzt mal zugucken, es ist überraschend. Und das beschreibt fast die Situation des jetzigen Wahlkampfs, zumindest für mich so ein bisschen. Und offensichtlich hat sich seit 20 Jahren gar nicht so sehr viel. Nur das mit dem New Hampshire passt irgendwie nicht. Aber ansonsten fühle ich mich da einigermaßen ernst genommen in diesem Filmausschnitt. Ich will jetzt meine drei Thesen zum Thema Negative Campaigning kurz darstellen. Die erste These ist, ich glaube, es wird eine Renaissance geben, das Negative Campaigning in Deutschland. Allerdings nicht in dieser Wahl, sondern erst danach, weil das Bedürfnis nach krachender Auseinandersetzung stündlich steigt. Und ich habe gerade vorhin mit einem Journalisten der Taz telefoniert, der hat mir viel Spaß gewünscht und mich fast angefleht, bitte sorgt doch dafür, dass es hier mehr kracht, zischt und stinkt im Wahlkampf. Ich habe ihm leider nur Enttäuschendes sagen müssen. Ich glaube, dass die Rehabilitierung des Negative Campaigning noch eine Zeit braucht, weil, das ist die zweite These, in Deutschland gibt es noch gar keine richtige Erfahrung mit Negative Campaigning. Das, was wir hier als Negative Campaigning diskutieren, das ist eine Miniaturausgabe von Negative Campaigning. Mittlerweile wird jede Kachel, die irgendwo in den sozialen Netzwerken auftaucht, ganz nervös als Negative Campaigning charakterisiert. Ich finde das witzig, weil das ist einfach übertrieben. Der Vergleichsmaßstab ist in der Tat das, was die Amerikaner machen. Und man müsste sich, das versuche ich kurz zu entwickeln, auch ein bisschen mit dem strategischen Feld auseinandersetzen. Was heißt das begrifflich? Was ist Negative Campaigning? Welche Dimensionen gibt es und wie gehen wir damit um? Drittens, für Sie vielleicht enttäuschend und für Frau Merkel auch, die SPD zumindest wird Ihnen und Frau Merkel nicht den Gefallen tun, einen Schwerpunkt im Wahlkampf auf Negative Campaigning zu setzen. Ist klar, ich würde das auch behaupten, wenn es anders wäre, weil das ist professionell und es gibt drei goldene Regeln im Wahlkampf. Die erste ist, behaupte, dass der Gegner Schmutzwahlkampf macht. Die zweite Regel ist, ertrage, wenn der umgekehrte Vorwurf erhoben wird. Und die dritte goldene Regel ist, wiederhole den Vorwurf unter eins in Abständen und penetrant. Also Sie glauben mir das möglicherweise nicht, deswegen will ich das begründen, warum Negative Campaigning keine Strategie für die SPD ist. Der erste Punkt ist, das gilt übrigens nicht nur für die SPD, sondern ich rate allen, ein bisschen aufzupassen, was sie da tun. Der erste Punkt, der aber für die SPD sehr, sehr bitter war, ist die Erfahrung mit eigenem Negative Campaigning. Sie erinnern sich vielleicht an diese netten Plakate bei der Europawahl, dieser sympathische Hai und der freundliche Föhn. Das war tatsächlich ein Wahlkampf der SPD mit Negative Campaigning. Das war die dominierende Kommunikationslage und Sie erinnern sich vielleicht, das war nicht gerade das beste Ergebnis, was die SPD in einer Wahl bekommen hat. Genau genommen lagen wir da unter 20% und das sollte sich nicht wiederholen. Ich würde nicht sagen, das lag am Negative Campaigning, keiner Weise, aber es war ein hilfloser Wahlkampf in dieser Situation und bis heute wird in der SPD wahrgenommen, dass mit Negative Campaigning im Notfall nichts zu reißen ist. So, das ist kulturell gelernt und deswegen sind wir da vorsichtig. Der zweite Punkt ist, dass Negative Campaigning möglicherweise Ressourcen frisst. Die dicke Bertha des Wahlkampfs, zumindest für die SPD, also die große Kanone, ist die Großfläche. Mit der Großfläche haben wir nahezu 100% Reichweite. Das ist keine andere, es gibt keinen anderen Kanal, wo das erreicht wird. Und das ist sehr teuer, das kostet Millionen. Und stellen Sie sich vor, wir würden jetzt eine Großfläche machen im Wahlkampf, wo wir irgendwie Negative Campaigning betreiben würden. Das ist ein Riesenproblem. Das kann mal funktionieren. Ich glaube aber nicht, dass das Risiko irgendjemand eingehen würde. Wir werden auf den Großflächen unsere Botschaften diskutieren, unsere Botschaften darstellen. Das ist unser Kanal, neben vielen anderen Kanälen. Und deswegen viel Geld auszugeben für Negative Campaigning, das kann ich nicht sehen. Das kann man einfach nicht machen. Das ist auch ein Unterschied zu den USA natürlich. Da werden Milliarden in die Commercials gesteckt. Das wird vielleicht irgendwann mal hier kommen, wenn IPTV sich durchgesetzt hat, wenn wir also nicht mehr nur Commercials sind ja keine Commercials, Wahlkampfvideos im Fernsehen sehen werden, sondern eben auch jede Menge gekaufte Videos im Internet.
Aber das ist Zukunftsmusik. Dann gibt es mich nicht mehr und wir werden eine andere Situation haben. Der dritte Punkt ist, es gibt eine große Konkurrenz, Negative Campaigning. Es gibt gute Produkte. Ich meine da zum Beispiel die Formate, die Boulevardzeitungen anbieten. Da kann die SPD nicht mithalten, alle anderen Parteien auch nicht. Ich meine TV-Formate, das ist jetzt kein Negative Campaigning, aber das ist das Spaßformat, die Heute-Show zum Beispiel. Das ist ein Standard. Also wenn man den nicht erreichen kann mit irgendeinem witzigen eigenen Video, dann sollte man besser die Finger davon lassen. Also wenn man was macht und anfasst, dann muss ich das sagen, auch die amerikanischen Berater, die bei uns waren, dann muss es schon einigermaßen witzig sein, ja, damit die Leute das sehen. Und im Internet selber, also Sie haben den Kollegen von den Piraten gehört, da tummeln sich auch gute Leute mit ihren kleinen Miniatur-Negative-Campaigning-Formaten und da müssen wir nicht groß mit konkurrieren. Damit ich nicht falsch verstanden werde, wir werden das tun, selbstverständlich, weil das gehört einfach zum Handwerk, aber das wird kein Schwerpunkt sein. Zumal diese Kacheln, die es da gibt, weitgehend, ich sage da immer Selbstbespaßung dazu. Das ist also eine Beschäftigung der eigenen Anhänger. Es werden also Kachelkriege mit, ich sage jetzt mal, der Jungen Union geführt, Mini-Shitstorms gegenseitig. Da verbringt man viel Zeit damit, aber den Bürger auf der Straße, in der Wohnung, an der Haustür, am Arbeitsplatz, den erwischt man noch nicht direkt damit. Also bis sich aus den sozialen Netzwerken, aus den Peergroups dann tatsächlich so eine Kachel mal in einen größeren Horizont übersetzt, das muss schon also eine ganz tolle Sache sein. Das passiert, das muss auch geschehen, da arbeiten wir dran, aber es ist eher selten. Und ich sage nochmal, die Reichweitenformate, das ist zum Beispiel die Großfläche oder der Fernseh-TV-Spot oder ein Kinospot oder das Plakat. Aber die Kachel ist ein sehr begrenztes Medium. Also wir feiern uns, wenn wir 70.000 Klicks haben. Ja, das ist schon gut, aber das sind 60.000 davon eigene Leute. Und 10.000 sind, weiß ich nicht, Gegner. Wer lässt sich davon überzeugen? Das muss sein, das ist so, das ist das Juckpulver im Wahlkampf sozusagen. Aber das ist nicht entscheidend. Ja, das sind Formate, die müssen sein, aber die bringen es am Schluss nicht, sondern die gehören zur Dramaturgie des Wahlkampfs. Vierter Punkt, Bumerang-Effekt ist gefährlich. Also wenn man peinlich unterwegs ist, fällt einem das auf die Füße. Ein weiterer Punkt ist, wir haben einen inhaltlichen Anspruch. Wir wollen also gerade nicht mit Negative Campaigning auffallen, sondern wir wollen unsere Botschaften rüberbringen. Ist klar, also würden wir uns selber schaden, wenn wir da also einen anderen Stil bringen. Siebter Punkt, man bräuchte, um wirklich Negative Campaigning im eigentlichen Sinne zu machen, einen sehr langen Atem. Also Thomas Leif hat vorhin gefragt, warum Merkel und so weiter, ist sie denn nicht angreifbar? Natürlich ist sie angreifbar, aber wenn wir jetzt damit persönlich werden und da irgendwie gucken, Merkel dies und das, das ist nicht vorbereitet, das ist unglaubwürdig. Das geschieht auch nicht, also sie ist momentan weitgehend immun. Das ist aber eine Sache, die sich lange über Jahre hinweg entwickelt hat. Und das ist nicht unser Auftrag, jetzt dort irgendwas dran zu machen. Das wäre dann auch eine Sache der Medien. Also das geschieht ja zum Teil auch. Also das gucken wir uns an. Das ist auch nicht wahlentscheidend, weil die Niedersachsenwahl hat gezeigt, Sympathie ist das eine. Wir haben das hier auch gehört in den Vorträgen. Die Leute müssen aber die Partei wählen. Und da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Und was die Partei betrifft, glaube ich, da geht was. Wir werden jetzt zwar keine Gröhe- und Pofalla-Videos produzieren, aber ich denke schon, dass wir sehr klar Alternativen klar machen werden. Die Union wird nächste Woche ihr Wahlprogramm diskutieren. Dann müssen sie noch im Kabinett ihren Haushalt zusammenbringen. Und das wird eine Strecke werden, wo wir versuchen, den Vorteil, den die Union glaubt zu haben, in einen Nachteil zu verwandeln. Also Sie haben ja geglaubt, wenn Sie am Schluss sind, dann können Sie alles abräumen. Und das kann sich aber sehr schnell ins Gegenteil verwandeln, weil es ist dann das, was wahrgenommen wird. Und die Fallhöhe ist relativ hoch, weil die Wahlversprechen, das sind schon ein paar Milliarden. Und wenn man jetzt, was hier so zu hören war, machen das auf der Zeitschiene und peu à peu, das ist dann schon mal eine erste große Enttäuschung. Oder es lässt sich nicht rechnen oder die FDP muckt oder die Ausländermaut muss noch untergebracht werden. All diese Dinge, das wird schon schön werden und da kommt dann auch noch was von unserer Seite. Achter Punkt, es gibt natürlich Interessen. Also in diesem Wahlkampf ist es so, dass alle oder viele Parteien natürlich im Hinterkopf haben, ich muss ja vielleicht doch mit dem oder derjenigen nochmal im Bundestag mich zum Kaffee verabreden können. Auch das dämpft sehr deutlich die Bereitschaft, da in die Vollen zu gehen.
Ich habe auch immer erlebt, das wäre ein weiterer Punkt, dass die eigenen Leute auch von der Fahne gehen. Also dann kommt irgendwie ein Video und das gefällt nicht allen und dann kommen die ersten Stellungnahmen, so geht es ja nun nicht und das ist nicht unser Stil und so weiter. Also auch das ist ein Punkt, das geht anderen bestimmt auch so, wo man sehr genau gucken muss, wen mobilisiert man da, was geht überhaupt. Der letzte Punkt war Merkel, also zumindest für uns. Wir haben schon die resignative Auffassung, dass da momentan nichts geht. Diesen Job müssen andere machen. Wir gehen auf Inhalte, wir gehen auf Polarisierung auf der Parteienschiene und auch vielleicht bei den Kabinettsmitgliedern. Da gibt es ja tolle Sachen, die sich anbieten. Ich will da jetzt nicht in Details gehen, aber das ist klar, was ich meine. Und es gibt allerdings auch noch einen letzten entscheidenden Grund für die SPD. Neben Peer Steinbrück, der als Person sich das nicht leisten können wird und das auch nicht will, er ist ein Klartextmann, aber er will nicht mit Negative Campaigning in Zusammenhang gebracht werden, ist es die Konstruktion unseres Wahlkampfes selbst. Wir wollen Hausbesuche machen. Und stellen Sie sich vor, an einem Hausbesuch werde ich nicht auf meinem Laptop das Profalla-Video zeigen oder sonst irgendeinen Quatsch machen, sondern ich werde versuchen, die eigenen Botschaften rüberzubringen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und die mögen es nicht, wenn dann also der Gegner beschimpft wird, sondern die mögen es oder sie akzeptieren es, wenn sich der Kandidat im Wahlkreis selber vorstellt. Und die wollen nicht hören, irgendwie der andere ist ein komischer Kerl und der kann nichts, sondern die überprüfen, wie tritt er auf oder sie und was sind die Botschaften. Und deswegen passt das nicht zu einem Häuserwahlkampf, den wir führen wollen. Und das wird unsere Stärke sein. Und deswegen Negative Campaigning in diesem Sinne zweites Glied und Polarisierung wäre das Zauberwort an der Stelle. Zu Merkel vielleicht noch eine Sache, die mir bei der Recherche aufgefallen ist. Also die Frankfurter Schule, die neue Frankfurter Schule, FK Wächter hat mal das gezeigt, wie man möglicherweise mit einer subversiven Positiv-Campaigning-Kampagne Mächtige irritiert. Ich jubelte, bis der Staatspräsident die Nerven verlor. Das mag ein Hinweis darauf sein, was ich da noch tun könnte in diesem Land. Aber wie gesagt, wir werden das nicht machen als SPD. Ich zauber jetzt mal eine kleine Grafik, mit der ich versuchen möchte, so eine Differenzierung des Feldes Negative Campaigning Ihnen deutlich zu machen. Das sind zwei Strahlen. Eines ist das der aufsteigende Strahl, argumentativ, schmähend und persönlich. Die Attacke auf den Gegner kann argumentativ unterlegt sein. Das ist momentan sicherlich das Hauptfeld, was wir betreten wollen. Sie kann Schmähkritik enthalten, indem man also pejorative Rhetorik einstreut und abwertende Fakten mit einbezieht. Sie werden morgen einen Vortrag zur Rhetorik haben, deswegen mache ich da keine Details dazu. Und Sie können natürlich persönlich werden. Das geschieht in Deutschland ganz selten und das wollen wir auch nicht tun, aber das ist natürlich die ad personam, die größte Möglichkeit, wirklich also negativ zu campaignen. Der rechte Strahl oder der nach rechts geht, Sie können punktuell Negative Campaigning betreiben. Also ich sage mal, das Hauptformat ist der Empörungsquickie in Deutschland. Also passiert irgendwas in der Zeitung und dann wird drei Tage lang darüber diskutiert und dann war es das wieder. Das ist ein Format, das sehr, sehr bekannt und vorhanden ist, aber das ist auch nicht das, was irgendwie in der Wahl entscheidend ist. Es sei denn, es sind die letzten drei Tage, dann kann der Empörungsquickie eine gute Rolle spielen. Eine Hauptsache ist, ob in einer Kampagne, also im Kampagnenbegriff, Negative Campaigning integriert ist. Das wäre also eine Stufe mehr, also nicht nur irgendwie zufällig und punktuell, sondern wenn man also systematisch, auch agenturgestützt vom Wording her, vom Storytelling her, das einbezieht. Ich würde sagen, die FDP macht das zum Beispiel großartig. Also die müssen es auch, weil sie auffallen müssen, aber die machen das und bei der SPD ist es noch nicht integriert. Wir werden allerdings das eine oder andere da noch machen. Und Standard, Goldstandard ist natürlich Boulevard. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Bild-Zeitung am Tag vor der Wahl an alle Haushalte eine kostenlose Ausgabe verteilt. Wer es noch nicht weiß, weiß es jetzt. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, der da vorgelegt wird. Das kann keine Partei bringen. Aber das ist natürlich das, was ich mit wirklicher Kampagnenfähigkeit meine. Das können nur milliardenschwere Konzerne und Unternehmen und das ist in dem Fall also eine Boulevardzeitung. Also das wäre so ein Qualitätsfeld Negative Campaigning.
Das hier wäre nach meinem Dafürhalten das, was meine Partei machen sollte. Sie sollte also sowohl kampagnenartig als auch eher argumentativ ein bisschen schmähend dieses Attacking machen. Das wäre also das Optimum. Sie sehen, dass der gelbe, die Ellipse nicht ganz auf dem Boden liegt. Ich würde mal also sagen, nur argumentativ lockt keinen hinter dem Ofen vor. Also es muss schon ein bisschen emotionale Färbung drin sein, sonst werden sie nicht gehört und wahrgenommen. Und das eine ist optimal. Es gibt im Deutschen mittlerweile kaum noch einen Gegenbegriff zu optimal. Ich habe jetzt mal suboptimal dahingeschrieben. Das wäre also das, was also ein reiner Schmähwahlkampf, eine punktuelle persönliche Schmähung darstellt. Wer das macht, ist verrückt, weil da wird also dieser Boomerang-Effekt sofort eintreten und also viel mehr an Motivation, an Emotionalität organisieren als das, was man mit einem guten, kampagnenartigen, integrierten Attacken- und Polarisierungswahlkampf hinkriegen kann. Ich versuche es mal mit der Maus. Na, das kann man, doch, jetzt kann man sie sehen. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn man Parteien hier einordnet, vielleicht sage ich erstmal, also die Amerikaner, die würde ich jetzt hier oben sehen. Ne? Die machen Commercials für Milliarden, positiv, aber auch vor allen Dingen Negativ-Campaigning-Videos. Das ist schon der Goldstandard. Die deutschen Parteien, also CSU und FDP, würde ich etwa hier ansiedeln. Da sind beide schon relativ aggressiv unterwegs, die FDP lautstärker. Ich sage ja, die müssen das machen wegen Auffälligkeit. Das wird aber auch, glaube ich, alles sein. Die werden das also nicht hier runterbrechen. Wir haben ein paar strategische Punkte genannt. Ich glaube, das haben die strategischen inhaltlich auch nicht drauf und wollen das auch nicht. Die werden sich in diesem Feld weiter bewegen, also lautstark und teilintegriert. Grüne und SPD sind also noch ein bisschen low profile, würde ich sagen. Ich hoffe bei beiden, dass sie sich also hier in diese Bereich entwickeln. Das muss man nochmal sehen. Die Piraten, das war ja auch erstaunlich, was wir heute gehört haben, hätte ich jetzt gar nicht irgendwo eingeordnet. Ich hätte jetzt gesagt, die Piraten fallen da raus, weil sie sich selber negative campaigning-mäßig behaken. Und die Linke würde ich sagen, die Linke macht eigentlich in der Tradition des Klassenkampfs auch kein negative campaigning, weil der traditionelle Marxist, der demaskiert seine Gegner. Und das ist ja auch was anderes als negative campaigning, sondern der analysiert das und muss dann eine Gesellschaftsanalyse drunter legen, die ich abschätzig behandeln will, aber der würde hier also auch nicht auffallen. Aber wir haben ja heute gehört, dass die Piraten hier nochmal also eine Zensursula erfinden wollen und da bin ich mal gespannt, was hier passiert. In Wahrheit gibt es natürlich noch dieses Optimum im Wahlkampf, das ich nicht ausschließen mag. Aber gesagt, wir wollen polarisieren. Und zur Polarisierung gehört schon möglicherweise manchmal auch, dass man in die Ad personam reingeht. Das kann natürlich, darf nicht vernichtend sein, es darf nicht unter der Gürtellinie sein, aber so in der einen oder anderen Spitze wird das schon passieren. Und ich habe das nur mal hier aufgemalt, sozusagen, damit Sie so ein bisschen ein Bild davon haben und gucken, was ist nun wirklich Negative Campaigning im Kampagnensinne und was ist also der Empörungsquickie, den wir kennen. Das liegt ein bisschen daran, dass das Wort Campaign im Englischen bedeutungsschwer ist. Das heißt Schlacht, das heißt Schlammschlacht. Und es heißt natürlich auch Kampagne. Und im Deutschen versuche ich jedenfalls also mit einem eher gehaltvollen Begriff von Negative Campaigning zu arbeiten. Und das würde eher schon bedeuten, also eine organisierte Kommunikation mit Hilfenahme auch von Kriterien, eines Storytelling im Background. Und das ist schon ein bisschen was anderes als jetzt irgendwie eine reine Schmähung. So, ich glaube, ich habe schon fast mein Zeitbudget erfüllt. Deswegen würde ich das einlösen wollen, was ich vorhin mit dem Bibelzitat gemacht habe. Ich muss jetzt leider ein bisschen schnell durchklicken. Ich zeige Ihnen auch nicht diesen wundervollen Smartphone-Clip und dieses Video von Pflüger, was Sie sowieso kennen, sondern ich wollte zum Abschluss nur noch mal sagen, es geht ein bisschen in dem Wahlkampf auch um Storytelling und das ist auch die Zukunft eines Wahlkampfs. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es den Gegnerbeobachter wahrscheinlich nicht mehr geben wird in den nächsten Wahlkämpfen, deswegen verabschiede ich mich auch schon mal von Ihnen. Ich glaube, in künftigen Wahlkampfteams wird es einen Dramaturgen geben können, vielleicht einen Theaterregisseur, vielleicht einen
vielleicht ein Filmregisseur, der sollte in einem Team drin sitzen und es sollten Sozialpsychologen oder Werbepsychologen in diesen Wahlkampfteams drin sein. Ich kann Ihnen sagen, dass es bei der SPD nicht der Fall ist, aber früher oder später wird es das geben. Vielleicht ist das ein Hinweis an all diejenigen, die Kampagnenteams aufstellen, weil die Zukunft des Wahlkampfes wird sich ein bisschen mehr mit dem Thema Storytelling beschäftigen müssen, also mit der Dramaturgie einer Erzählung, mit den Gehalten, mit dem langfristigen Aufbau, mit Protagonist, Antagonist, Schurke und Held und den Teilerzählungen. Und das sind schon Standards, die bei Coca-Cola gang und gäbe sind. Bis die in Deutschland umgesetzt werden, dauert es noch ein bisschen. Aber wenn das hier der Fall ist, dann wird es andere Expertinnen und Experten geben, die dann diesen Teams eine Rolle spielen. Und dann wird es wahrscheinlich auch diesen Tagesordnungspunkt Storytelling geben. Bis dahin zeige ich Ihnen mal nur eine verrätselte Geschichte aus einem Video. Ich hoffe, dass das lautstark genug ist, was so ein bisschen das Bibelzitat wieder aufnimmt und wo ich Ihnen davon sagen möchte und verspreche, dass wir das versuchen werden als SPD. Wir werden versuchen, diesen Kansas City Shuffle hier durchzuführen. Wenn ich Sie jetzt ein bisschen irritiert habe, war das meine Absicht. Die Mundwinkel nach oben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einblicke in diese Werkstatt, die wir alle nicht hatten, glaube ich. Und jetzt besteht die Gelegenheit zu vertiefen, Nachfragen zu stellen, zu kommentieren. Die erste Hand geht hoch, die zweite bitte wie üblich ans Mikrofon und kurz und bündig Ihr Anliegen vortragen. Bitte schön. Sie sagten es, glaube ich, schon, Negative Campaigning kann ja auch ein Eigentor sein. Ich kann mich zurückerinnern an Willy Brandt, der hat ja noch... SPD wird vielleicht einige hier traurig sein, über 40% der Stimmen erreicht für die SPD, sehr weit weg von der Realität. Und er wurde im Wahlkampf, ich war noch ein kleines Kind, 61 und 65, von der CDU, Christlich-Demokratische Union, beschimpft als uneheliches Kind. Und das hat mich als Kind so empört, dass ich wusste, die Partei kann ich nie wählen und das ist dabei geblieben. Die zweite Frage ist, ob es auch negativ, also ein Bumerang sein kann, Sie haben es angesprochen. Als Joschka Fischer Außenminister war, gab es ja kurzfristig mal eine Kampagne, weil er, glaube ich, ein oder zwei Steine geworfen hat und Polizisten verprügelt. Da war ja die Chance für die anderen, also CDU und FDP, dass er möglicherweise zurücktreten muss. Als sich dann ins Gegenteil verkehrte, haben sogar so biedere Wirtschaftspolitiker wie Friedrich Merz sich als Rocker und Revoluzzer geoutet, weil sie mal ihr Mofa frisiert haben. Das war also sozusagen seine Idee, wobei die aus dem Dorf sagten seine Freunde, er wäre großer Langweiler gewesen. Die letzte Geschichte, ist nicht auch Ironie ein mögliches Stilmittel? Klaus Stecker hat mal dieses berühmte Plakat gemacht, also wo die SPD ja auch noch zum Teil gute Plakate hatte. Arbeiter, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Das wäre vielleicht eine Idee, wo man auch mal mit Ironie dem Gegner Argumente widerspiegeln könnte. Bitte. Hallo, Sebastian Jacepski von der Uni Duisburg. Ich habe eine Frage bezüglich des Storytellings, was Sie gerade aufgebracht haben. Ich denke auch, also wir forschen zu politischen Narrativen. Und inwieweit halten Sie denn so Narrative und Storytelling für strategiefähig? Also inwieweit glauben Sie, dass man Narrative in den Diskurs einbringen kann und diese auch geglaubt, weitererzählt und weitergetragen werden? Ich finde, Sie haben mit dem Hinweis, dass die Zukunft der Wahlkämpfe im Bereich des Storytelling zu suchen ist, dass das völlig richtig ist. Und die SPD hat insbesondere jetzt ein Defizit. Was ich aber nicht verstanden habe, ist, wieso diese Perspektive die Gegnerbeobachtung obsolet oder überflüssig macht. Selbstverständlich muss man in Zukunft die gegnerischen Geschichten sich anhören, gucken, wer sie erzählt, wie sie erzählt werden, was man dagegen sagt und wie man das aufbaut. Insofern glaube ich, dass auch in diesem Kontext Gegnerbeobachtung uns erhalten bleiben wird. Ein als Punkt will ich nur am Rande noch anwählen. Sie haben gesagt, Steinbrück habe mit Negativ-Campaigning nichts am Hut. Das kann er auch nicht, weil er selbst den besten Ansatzpunkt für die politische Gegenseite für Negativ-Campaigning geliefert hat und das auch nie mehr loswerden wird in diesem Wahlkampf. Ich wollte noch eine Frage stellen. Ich bin vorhin von Ihrem Kollegen aufs Parteiprogramm verwiesen worden, als ich danach gefragt habe, warum die SPD nicht die ökonomische Kompetenz von Angela Merkel sozusagen stärker angreift in der Auseinandersetzung. Ich mache es jetzt mal wie bei diesem Harlem-Shuffle. Ich blicke mal nach rechts, wo alle nach links blicken. Und ich beziehe mich, weil das ist ein drittes Element, was Sie noch gar nicht benannt haben. Man kann das ja über Bande spielen, wenn man in einer guten Beobachtung sozusagen erste Bruchstellen entdeckt bei Dritten. Ich beziehe mich jetzt auf die ersten Wirtschaftsjournalisten, die bereits geschrieben haben und ich glaube, dass es anschwillt, massiv. Angela Merkel hat keine Antwort
auf die Situation der nationalen Ökonomie, Stichwort Arbeitsplätze, in Deutschland in den kommenden Jahren, in einer Situation, die sich zumindest, wenn ich zuspitzt, verschärfen kann. Und das scheint mir auch in den letzten 100 Tagen ein Thema zu sein, was es auf der sachlichen Ebene überhaupt nicht persönlich beleidigend, sondern auf der sachlichen Ebene zu einem wirklichen Wechsel bringen kann, weil vorhin ist es angesprochen worden, die enorme ökonomische Kompetenz, die nicht angreifbar ist. Ich denke aber auch, viele der Voraussagen, Prognosen und Ähnlichen, die hier abgegeben worden sind, setzen immer noch diese ökonomische Stabilität auch in der Mittelfristperspektive voraus. Und da bin ich nicht so sicher. Ist das nichts für Peer Steinbrück? Ja, auch meinerseits nochmal eine Frage für den Bereich. Sie hatten gesagt, oder den Abgesang auf die Gegnerbeobachtung ja so ein bisschen beschworen mit der Begründung auch, die Leute haben jetzt alle Smartphones. Es gibt irgendwie einen Bereich, wo die Leute das selbst organisieren werden und ehrenamtlich. Macht nicht gerade der Bereich es eher in Zukunft noch mehr notwendig, Leute zu haben, die in der Lage sind, diese vielfältigen Informationen, die man dann generieren kann, zu sichten und vor allen Dingen zu gewichten? Also Sie hatten das Beispiel der Bild-Leser-Reporter gebracht. Ich glaube, die beschäftigen eine nicht unerhebliche Anzahl an Leuten, an Redakteuren und Journalisten, die gucken müssen, was von den Informationen, die da von diesen Leser-Reportern kommt, überhaupt verwertbar ist. Und das könnte natürlich im Bereich der Gegnerbeobachtung mit einer zunehmenden Technisierung, mit einer zunehmenden Ausstattung jedes Parteimitglieds mit Smartphones, was dann Plakate fotografiert, gegebenenfalls aus Veranstaltungen irgendwas weiterschickt, ja durchaus bedeutsam sein in Zukunft, deswegen ich jetzt nicht ganz so in die Richtung gehen würde, dass zumindest diese Schlüsselfunktion der Bündelung von Informationen nicht immer bedeutsamer werden könnte deswegen. War noch eine Frage? Okay, sonst im Schnelldurchlauf bitte. Ja. Also ich bin gerührt, wie sehr doch bei Ihnen der Beruf der Gegnerbeobachtung, wenn der verschwindet, scheint der vermisst zu werden. Das ist so mein Gefühl, das nehme ich gerne mit, bin da wirklich in der Tat froh drüber. Das war natürlich ein bisschen tricky, was ich gesagt habe. Ich glaube nicht, dass es jetzt völlig die Planstelle nicht mehr geben wird. Also ich sage Ihnen mal, meine Schätzung ist momentan, auf Bundesebene dürften das 12 Stellen sein. Also nicht jetzt Fulltime stellen, sondern ich rechne mal alles zusammen. Also ich weiß zum Beispiel, die Linkspartei, die hat gar keinen Gegnerbeobachter. Da macht das der Pressesprecher, glaube ich, mit, ohne dem jetzt zu nahe zu treten. Die machen das in Teilzeiten nebenbei. Und das ist bei den kleineren Parteien auch so. In Friedenszeiten hat wahrscheinlich jede Volkspartei eine Planstelle. Ja, die machen dann also wirklich Parteienforschung rauf und runter. Und den spannenderen Zeiten wird das ein bisschen aufgerüstet. Also im Kern ist mein Argument eher, dass das abschmelzen wird. Will das auch mal systematisch nochmal nachbohren. Es gibt bereits jetzt automatisierte Auswertungssysteme im Internet, wo soziale Netzwerke ausgewertet werden. Was sind Themen? Es gibt automatisierte indirekte Umfrageerhebungen, die eine Rolle spielen. Das wird alles kommerziell in ein paar Jahren für relativ preiswertes Geld zu haben sein. Es wird Archivierungstools geben, also Archivtools im Internet geben, bin ich überzeugt, kommerziell, die eine schnellere Auswertung oder eine genauso gute Auswertung hinkriegen, wie wir in dem tollen Willy-Brandt-Haus-Archiv haben. Also es wird einfach eine Modernisierung geben an der Stelle. Und ich bin auch von der PR-Stelle so ein bisschen von meiner Herkunft her und ich weiß, worauf es dann tatsächlich in Kampagnen ankommt. Und wenn Sie einen schmalen Wahlkampfetat haben, dann ist mein Argument, dann sollten Sie besser daran tun, statt 5 Gegnerbeobachtern zu beschäftigen, nur noch einen zu nehmen und dafür lieber 2 Sozialpsychologen und den Dramaturgen vom Theater. So, also das ist einfach eine Vermutung. Ich will mich ja jetzt nicht selber kündigen, sondern das ist einfach mal ein Blick auf die Zukunft gewesen. Willy Brandt wurde in der Tat als Herbert Frahm von Adenauer geoutet oder benannt. Das weiß ich wohl auch. Ich glaube, heute Abend stellt Stefanie Waske ihr Buch vor zum Geheimdienst von Union und im Kalten Krieg. Das ist sicherlich lesenswert. Wir werden das irgendwie mal auswerten und dann wird der Egon Bahr vielleicht mal noch was dazu sagen. Aber das ist in der Tat immer der Fall gewesen. Also in Deutschland gibt es auch eben eine Tradition durchaus des wirklich, ja, in dem Fall war es auch eine schmutzige Nummer, die da gespielt worden ist. An die möchte ich aber nicht anknüpfen. Also das ist Vergangenheit. Da gibt es auch, sagen wir mal, nichts, wo man jetzt, sagen wir mal, auch im aktuellen Wahlkampf irgendwas aktualisieren kann.
aber Sie haben recht mit dem Hinweis, dass das hier schon in der Tat immer unterwegs war. Storytelling, strategiefähig. Ja, ich glaube, das ist strategiefähig. Wir machen auch durchaus Analysen im Willy Brandt-Haus. Wir haben mal analysiert, wie ist die Story von Merkel und den Iren. Und das lässt sich in 5, 6 Sätzen zusammenfassen. Und da ist die Aufgabe die Dekonstruktion dieser Story. Und das geschieht natürlich nicht, indem wir sagen, das ist die Story und so wird die jetzt dekonstruiert, sondern das geschieht, indem man Metaphern benutzt, indem man Bilder entwickelt, indem man Wording betreibt, indem man Argumente stark macht, indem man Widersprüche aufbohrt. Also alles so technisch-technokratische Einzelmaßnahmen, dann muss man das schon also auch hinkriegen. Und die Kunst ist dann schon in einer Gesamtkommunikation, das auch durchzuhalten. Und dafür brauchst eben auch wieder eher nicht den Gegnerbeobachter, der Vermerke schreibt, die nicht gelesen werden, sondern brauchst dann den Kommunikationsprofi, den Journalisten, der schöne, nette Reden schreibt oder Bausteine liefert. Und das kriegen wir schon hin, aber das wird in der Zukunft noch mehr erforderlich sein. Deswegen denke ich, ist Storytelling, Narrativpolitik, Narrativstrategie eminent für die nächsten Wahlkämpfe und wird wirklich eher Planstellen produzieren. Also vielleicht gibt es ja bei Ihnen auch Leute, die sich irgendwo mal bewerben wollen. Also mein Ratschlag wäre, lesen Sie Bücher über Storytelling, machen Sie sich da fit und dann kriegen Sie Positionen in irgendeinem Wahlkampfteam mit Sicherheit. Parteiprogramm, Arbeitsplätze, ökonomische Frage. Das wird bei uns diskutiert, na klar, da kommt auch noch was. Wir werden am Sonntag, haben wir Parteikonvent in Berlin, der öffentlich sein wird. Und da wird es einen Antrag geben. Ich habe eine Rohfassung mal gesehen. Da wird schon auch argumentiert mit Fragen von dem Thema Arbeit insgesamt. Und vielleicht werden Sie da zufriedenstellend bedient. Ich kann es jetzt noch nicht abschätzen, aber das wird schon ein Thema sein. Und wir geben in der Tat nicht das Thema Ökonomie kampflos auf, im Gegenteil. Und ich glaube, auch im Bereich Europa wird da noch ein bisschen was passieren. Ich glaube nicht, dass Europa so einfach ruhig vor sich hin modert und der Sommer ruhig bleibt und im Herbst auch nichts passiert. Ich glaube, das BVG wird uns noch auf Trab halten. Ich glaube, in Italien, in Spanien, in Griechenland, anderswo wird es Krisenmeldungen geben. Und dann hat die SPD dort eigentlich nicht das Hauptproblem, sondern eher Frau Merkel und die Union, weil die AfD ist da ganz scharf drauf und Lucke ist schon unterwegs und bereitet schon vor und sagt, hier, das und das kommt noch und da geht noch was. Und das ist ein Ding, was bei denen fehlt und nicht bei uns. Wie erklären sich denn das Storytelling, wenn Sie das so genau wissen, heute noch nicht angewendet wird? Liegt es vielleicht daran, dass wir auch sogar im ganz normalen kommerziellen oder öffentlichen Rundfunk nur ganz schwache Talente von Storytelling haben? Es funktioniert dann noch nicht mal in Serien. Also, na gut, ich bin kein Dramaturg, bin auch kein ausgebildeter Storytelling-Experte, aber also meine These wäre schon, uns fehlt die Tradition, die Hollywood in den USA ausmacht. Also wir haben ja natürlich mal Babelsberg gehabt und so, das ist natürlich aus bekannten Gründen abgeschnitten worden. Da gab es eine Produktion von dramaturgisch aufbereiteten, fantasievollen Geschichten und das ist tot gewesen, kommt vielleicht wieder. Es gibt keinen Austausch zwischen Literaten, Dramaturgen und der Politik mehr, habe ich auch den Eindruck so ein bisschen, da wird es auch ein bisschen mehr geben. Und es gibt natürlich so ein Gap, also bis das aus den USA hier umgesetzt wird und aufgenommen wird, rezipiert wird, dauert das noch eine Weile. Also das ist in aller Munde, jeder redet vom Narrativ und dieses und jenes, ich tue es ja auch. Aber das wirklich praktisch zu machen, das ist eine große Kunst. Ich gebe Ihnen nur eine Empfehlung, also gucken Sie mal im Internet, gucken Sie Coca-Cola. Coca-Cola und Storytelling, das sind How-To, sogenannte How-To-Videos. Die haben zwei gigantisch tolle Advertisements oder also Ratgeber-Videos produziert, wo sie wirklich erklären, wie sie Storytelling nutzen, um eine Werbestrategie durchzuführen und auch auf die nächsten 20 Jahre das machen. Also grandios, aus dem Kopf, every bottle has a story. Das ist ein Mini-Narrativ aus dieser Strategie. Every bottle has a story. Genial. Das sind die Standards, die da gehen. Bei der SPD, letzter Punkt, also die SPD hat natürlich ihrerseits Probleme mit dem eigenen Storytelling. Also Thema Hartz IV. Ja, also mit Hartz IV ist das Storytelling der SPD auf den Hund gekommen. Und ich würde Ihnen jetzt erklären können, wie das geht oder was man da machen könnte. Aber die einen sagen, war ganz schlecht, und die anderen sagen, wir sind stolz drauf. Und das ist aber kein Storytelling.
Ja, da könnte man dramaturgisch wunderbar was rausholen. Das ist vielleicht noch ein Job der Edlen, aber dazu reicht es nicht mehr. Und wie schaut es aus, Sie haben es erwähnt in Ihren kurzen Ausführungen, wie läuft vom Gegnerbeobachter die Arbeit, die Zusammenarbeit mit den Medien? Sagen Sie mal ein praktisches Beispiel. Sie haben jetzt was gefunden und wollen das platzieren. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie funktioniert das? Also mein Vorgänger, der war ein richtiger Medienmensch, der hat tolle Kontakte. Ich habe jetzt, sagen wir mal, nur zwei Hände voll. In der Praxis ist es eher so, dass wir Tauschgeschäfte machen. Also Beispiel letzte Woche, Journalist sagt mir, du kriegst das CDU-Programm und ich gebe dir, oder du gibst mir die neuen Mitglieder von Steinbrücks Team. Ja, das musste ich natürlich ablehnen, aber so ein Ding würde man da machen. Also ich sage Ihnen, vielleicht sind Journalisten hier, wenn Sie mich nächste Woche anrufen wollen und die Rohfassung des CDU-Programms verkaufen, ich lasse mir was einfallen. Also das wird schon gehen. Das ist im Prinzip der Hauptdeal, das man da macht. Also man tauscht ein bisschen, man diskutiert auch mit Journalisten, insbesondere mit Journalisten, wie ihr Eindruck ist. Also es ist sehr wertvoll zu hören, wie die Journalisten einschätzen, wie war der Auftritt, wie wird das diskutiert, was steckt hinter den Kommentaren, wie wird sich das entwickeln. Das ist ein sehr, sehr starker Bereich, den wir da machen. Das ist ja auch niedergelegt, Joschka Fischers Pollenflug von Pörtner und anderen, kann man das ja im Genauen nachlesen. Aber was war denn so der größte Erfolg, wo Sie von der Gegnerbeobachtung eben nicht was gedealt haben, sondern platziert haben in den Medien? Sie kennen ja diesen Deal, Sie haben Material. Gibt es ja auch in einem Wahlkampfhandbuch der Hinweis, dass Sie öffentliche Veranstaltungen mitschneiden, dass Sie kleine VJ-Teams rausschicken. Erinnern Sie den größten Scoop im letzten und vorletzten Wahlkampf, der von Ihnen organisiert worden ist? Also die Helden-Story ist der Stoiber-Wahlkampf. Ja. Da hat irgendwie eine bayerische Regionalzeitung einen Hinweis gegeben, dass er die Ossis beleidigt hat. So irgendwie, weiß ich schon gar nicht mehr, also wenn alle Deutschen so wären oder wenn wir darauf Rücksicht nehmen müssten, wie die Ostdeutschen ticken, dann gute Nacht. Also das ist jetzt meine Wortwahl. Und das wurde dann von den damaligen Gegnerbeobachtern richtig ausanalysiert. Da wurden dann Leute hingeschickt, da wurde versucht, die O-Töne zu recherchieren. Das ist so ähnlich wie jetzt Passau, was war das für eine Regionalzeitung mit dem Kollegen Verteidigungsminister, der jetzt auch in die Mangel genommen wird. Das war der Scoop zu dieser Zeit. Das wird heute noch als Heldenstory berichtet. Also müssen Sie ganz erzählen, wie die Story zu Ende ging. Wohin haben Sie das platziert? Also die Urzelle war zuerst in der Regionalzeitung gelesen, da waren Sie fleißig, dann wurde das Material VJ-mäßig beschafft. Und was passierte als dritter Schritt? Naja, zu der damaligen Zeit, das ging dann medial. Ne? Das wurde ja, aber genau, das wichtigste genau Dinge. Heißt Journalisten drauf angesetzt, damit skandalisierend in Wahlkampfreden gearbeitet und zwar dann also in Kundgebungs, zu dieser Zeit Kundgebungs. Aber es sollte präzise sein, weil es ein wichtiger Schritt, es wurde dann der Leipziger Volkszeitung zugespielt und die Leipziger Volkszeitung hat das als Exklusivrecherche aus der eigenen Redaktion platziert und es lief über die Agenturen. Das ist ja das Wichtige. Also es muss so gemacht werden, dass dann das Medium selbst der Urheber ist und die Spuren verwischt werden. Und das haben Sie doch zum Beispiel auch gemacht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ist das auch platziert im Kamper-Wahlkampf. Ja. Machnik war besonders stolz darauf. Das heißt, man liefert Material, es wird journalistisch veredelt und sozusagen als journalistischer Scoop inszeniert und Sie schauen sich an, wie das dann passiert. Wie oft machen Sie das? Ich mache das gar nicht. Also ja, deswegen, Sie plural natürlich. Ne, also ich würde dann das Papierchen eine Etage oder zwei Etagen nach oben geben und dann würde das passieren. Es ging ja nicht darum, dass Sie sich die Hände beschmutzen sollen, sondern Sie plural. Nein, ich würde das auch selber. Aber funktioniert das, weil eine andere Methode war, um Vorschläge auszutesten. Es gab ja bei Andrea Nahles mal die verwegene Idee zu sagen, wir reden nicht mehr von Gerechtigkeit, sondern von Fairness. Das ist zwar kaum einem Journalisten aufgefallen, war eine wichtige Sache, absoften von Begriffen. Und dann hat man diesen Text auch in Medien untergebracht, um zu sehen, wie die Reaktion war. Nur alle waren Schlaftabletten, keinem ist aufgefallen. Also mal ein kleines Geheimnis, wir kriegen das schon auch hin, den Medien was unterzujubeln. Mhm. Das geht schon. Welches Medium ist da besonders offen? Ja, da sind glaube ich, alle sehr, sehr einfach reinzulegen. Alle, ist gleich. Also, weil, das ist natürlich die Logik, also Exklusivität, das haben Sie ja genannt, das ist jetzt nicht mein Feld, aber da sind die Profis, wenn man diese Exklusivität anbieten kann und dann hat man ein Papierchen und so und dann
Das läuft wunderbar, das geht schon. Aber das ist auch nicht wahlkampfentscheidend, das sind so ein paar kleine Sachen. Na gut, aber es könnte ja sein, dass Sie Ihre bescheidenen Energien darauf konzentrieren. Das ist ja doch wirksam, wenn es dann über eine Agentur läuft. Ein paar gute Sachen werden wir da schon, glaube ich, machen. Und Sie haben ja als SPD eine besondere Affinität zur Bild-Zeitung. Ja, jetzt auf jeden Fall. Und hilft das auch? Das wird uns helfen. Also das kann man sagen, so eine Personalentscheidung, Gegnerbeobachtung hin und her, heißt schon, dass man weiß, was macht die Bild-Zeitung in der sogenannten Wahlkampfzeitung einen Tag vorher. Das ist meine Erwartung, na klar. Oder wir redigieren die vorher, das wäre So wie Klassiker die Scheidung von Wulff redigiert hat, der ist ja heute noch stolz, hat er noch den Originalabzug, den er gegengezeichnet hat, ein paar Fotos ausgewechselt. So hat man sich das vorzustellen. Sie nehmen uns unsere Illusionen. Aber wie schaut es denn aus Ihre These, dass Gegnerbeobachtung weniger sein soll, ist ja im Grunde eigentlich nur Phishing for Compliments. Das Gegenteil ist doch der Fall. Zahlen, Fakten, Analysen müssen geliefert werden, um überhaupt im öffentlichen Diskurs präsent zu sein. Und dafür brauchen wir mehr Leute. Wir haben ja eine Unterversorgung mit Analyse in jeder Hinsicht. Stimmt. Aber bei, ich mache jetzt mal den Schäuble, bei harten Rahmenbedingungen und der Notwendigkeit zu sparen und den Haushalt zu sanieren, geht eben nur eine Planstelle in der Zukunft, wenn man andere Sachen baut. Also ich könnte mit meinem Team auf 30 Leute aufrüsten, kein Thema, würde ich gerne haben, weil dann könnten wir wirklich jede Online-Veranstaltung tatsächlich mitschreiben, auswerten und da mehr draus machen. Im Zweifelsfall ist es aber auch oft einfach am Schluss eine Frage des Zufalls, ob man gerade zu dieser Tages- oder Nachtzeit drauf war und hat dann genau den Punkt erwischt und das läuft dann. Oder man hat eben Pech, man schreibt Vermerke und Analysen Sonderzahl, die nicht gelesen werden oder nur halb gelesen werden und kriegt es nicht hin. Das ist das Berufsrisiko. Wie arbeiten Sie mit wissenschaftlichen Stellen, wenn man zum Beispiel sieht, in der Sozialpolitik sind ja Reichtumsarmutsberichte ja hochexplosiv, werden oft von der Politik, auch von der Fachpolitik gar nicht gelesen, die sind gar nicht in der Lage, DIW-Material und anderes zu analysieren. Haben Sie da Ressourcen aus der Fraktion oder so, wo Leute, die einfach Kellergeister sind, die gerne Zahlen analysieren, Ihnen zuarbeiten? Nein, ich arbeite in der Abteilung 2 Politik im Willy-Brandt-Haus in der Grundsatzabteilung. Dort haben wir eine ganze Reihe von Fachreferenten, wo fast alle Ressorts besetzt sind. Und das ist dann deren Aufgabe, mit den Wissenschaftlern Kontakt zu halten. Das geschieht auch. Vernünftig? Vernünftig, ja. Okay. Ich sehe schon Halbsignale. Zum Schluss Ihre Bemerkung. Wer macht die beste Gegnerbeobachtung in Deutschland? Also, ich glaube, im Kalten Krieg war es die Union. Und jetzt nach dem Kalten Krieg sind wir es. Und ist es vielleicht nicht auch Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wenn man sieht, was Sie zum Beispiel mittlerweile präsentieren mit einer Ironie? Der frühere Geschäftsführer Hofer hat ja jetzt in seinem Buch niedergelegt, mit welchen Methoden gearbeitet worden ist. Und das ist ja doch durchaus höchst erfolgreich. Ja, aber also auf Dauer. Ich rede jetzt über das Amateurlager. Ja. Also das sind die Profis, das ist eine andere Liga. Bei den Parteien, also bei den Amateuren, denke ich, können wir uns sehen lassen. Richtig, also wir haben heute ein paar Minuten über die Amateurliga geredet und ich danke Ihnen für die halboffenen Worte und bin ganz zufrieden, dass wir einen Blick in diese Welt nehmen durften. Dankeschön. Danke Ihnen.